Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy. Mit mir, der Bigman, und ich speichere mal fort. So. Oh, was leckt das? Pflanze sich, Legende ist wahr. Und du, die Legende sagt, dass 400 Jahre nach der Vater endlich fähig erscheinen. Die Kraft des Lichts in ihren Händen hat und uns vor einem großen Leid bewahren werden. Bringt mir nichts, wenn ihr das sagt. Ich brauche was. Wir lieferten uns einen erbitterten Kampf mit Tiamat im Chaos des Windes. Doch wir waren seine bösen Mächte nicht gewachsen, seitdem hätte er das Luftschloss besetzt. Geht weg. Geht hinfort. Wir kamen zum Schluss, dass selbst die vier Chaos-Schergen eines noch viel mächtigeren und bösartigen Wesens sind. Unsere fünf Krieger sollten dieses Wesen ausfindig machen, doch schon lange haben wir nichts mehr von ihnen gehört. Ich weiß nicht, mit wem ich reden muss. Der Wind war die Quelle unserer Kraft, doch Tiamat brachte die Quelle zum Versiegen. In unseren Verzweiflungen schickten wir fünf unserer Krieger los voran. Geblich hat sie eines der Chaos verflucht, sodass sie nun ihr Dasein als Fledermäuse fristen. Oh, ihr Krieger der Legende, nehmt dies mit euch. Oh, mit dieser Glocke wird euch der Turm rasch Eingang gewähren. Halleluja. Glocke erhalten. Sauber. Und jetzt Richtung... Oh, Mann. Ja, ja. Noch einmal. Bravo, danke. Irgendwie ging das doch. Was hier? Irgendwo gab es hier nämlich noch eine Kleinigkeit, die ich gerne hätte. Dum, dum, dum. War doch hier, glaube ich. Ach, natürlich. Oh, geh weg, bitte. Bitte. Noch, bitte. Danke. Hier konnte man nämlich hingehen. Weil hier gab es Zauber. So. Flair, auf jeden Fall ganz wichtig. Flashangriff aus Licht und Feuer. Und Erzengel, Heilkampf und Fähigkeit, volle HP-Heilung. Auch das sehr wichtig. Und nun können wir gehen. So, jetzt haben wir auch diesen wunderbaren Ort abgeschlossen. Wir können uns wieder unserem Luftschiff widmen. Ach Gott, welches uns zum besagten Turm Mirage bringen soll. Wir waren ja schon mal kurz beim Turm Mirage und haben gemerkt, jo, da kann man noch nicht rein. Jetzt können wir es. Das ist schön. Und kostet nichts. Okay. Fats. Troll away. Und, ja. Also die Lufianer sind ein sehr kluges Volk. Die wissen auf jeden Fall schon mal viel mehr als der Rest der Welt. Inwiefern das uns beeinflussen wird, sehen wir dann, wenn es soweit ist. Aber erst... tot. Ja, tot. Ich mag das Wasser irgendwie auch viel mehr. Vielleicht mag ich auch einfach nur diese Wüstenbarene. Flair. Ich zeige euch, was Flair heißt. Feuer und Licht. Das ist Flair. Flair ist toll.
ich mag Flair. Da ist der Tommy Rasch. Also begebe ich mich hier hin. Ja, schön. Das war's. Und nun... Da. Der Turm Mirage. Wir sind hier auf jeden Fall in der Janikurm-Wüste, wie die auch heißt, Janikurm, glaube ich. Und... ja. Wir nehmen hier mal so die Tür. Ja. Oh, ja. Chimera oder Chimera oder... wie man sie auch nennen mag. Jeder kennt sie, denke ich. Und, ja, das war das schon. Ja. Man sieht, Zauber... klingt das Spiel, das habe ich jetzt auch gerade gesehen. Könnte daran liegen, dass so viel an sich auch in ihm ist. Also, ja, apropos Vampire, also, das heißt Vampire. Apropos meine ich, ach Gott, ich bin wieder total. Ja, Chimera oder Chimären oder Chimären oder. Diese selbstgemachten Sachen haben auf jeden Fall so viele verschiedene Elemente in sich inne, dass dieses Dingens, diese Magieresistenz eigentlich kein Wunder ist. 800 Geld, Heilerhelm. 1800, 18.010 war es, glaube ich, oder? Mondschwert. Mondschwert, Mondschwert, lass dich über dunkle. Da gehe ich mal mit meinen zwei stärksten Kriegern hin. Ja, das ist schön. Hätte auch sein können, dass ich das irgendwas mache. Unterkriege, aber nee. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was noch so, was ich noch sagen wollte. Ist vielleicht auch nicht ganz so schlimm. Wurde abgelenkt vom Dunkelritter. Das passt aber schon. Gegen Dunkelheit ist Licht auf jeden Fall sehr effektiv, falls es dich interessiert. Hier haben wir noch Gel und ja, Ibis Schild. Hier muss noch ein Zelt sein, genau. Wer sich fragt, ja, woher weiß der das denn? Der ist ja so klug. Die wichtigsten Sachen schreibe ich mir raus. Wie zum Beispiel, wo welcher Schatz ist. Und das in den Chats drin ist. Und da hier noch kein Zelt war, wie ich es mir aber aufgeschrieben hatte, damit das Zelt dann eben ersetzt. Das ist eigentlich schon der Zauber hinter allem. Nimmt mich am Rande des Wahnsinns, aber naja, es klappt ja anscheinend. Apropos Level Up. Ja, hier sieht man alle Level 48. Und hier nochmal ganz kurz, ich mische mal ganz kurz die Monsterfibel. So. Hier, Erdelementar.
finde den Anfang der Musik cool. Oh, mein Handy klingelt. Wach doch mal kurz. Okay. Ja, schön auf jeden Fall. Feuerelementar. Feuerhund. Feuerjagd. Den Sound an sich finde ich cool. 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 Kali hat einen schönen Sound. Der hier Teufelsauge. AP 162, das war auch super. Hier ein Gil, oder wie man es nennt. Nur ein. Ivan Wurm, Gorgo. Ah, der ist eingesiegt. Allosaurus, Barretaurus, jeweils zwei. Nicht so viele. Medusa, Fungolin, Helmos, Trachenzombie. Und da haben wir hier noch den Lindwurm. Und Aquadon. Dunkelritter, Chimera, Schwarzkopf und Wüstenstoffe. Das sind die, die wir. Man sieht, nach der Chimera, die wir jetzt offiziell haben, neu haben, kommt lange mal nichts. Man sieht, es erwartet uns noch viel. Mehr als wir eigentlich wissen. Aber das ist nun nebensächlich. Wir sind ja hier. Hier, schöne rote Sterne. Oh, ein Roboter. Spike, meine Erschaffer. Nein, tut mir leid, große Roboter. Auch dies ist ein Widerspruch an sich. Die können Roboter taugen sein. Gut erkannt, Sherlock Holmes. Oh, ich sehe gerade Kuckuckball, fast kein Leben mehr. Ein Lübes Kuchenbuch verteilt, Status Sender und Rückzeit. Rückzeit. Dialogs. Ja, schön, dass ich sehe, dass Scoopopo so schlecht geht. Also, Itaga. Das passt. Gibt es hier einen Dunkelritter, einen Helmboss und nochmal hier Dunkelritter. Ba-ba-bam. Dunkelritter besiegt. Und ein Hoch. Oh. Wächter. Oh, ich glaube, man sieht hier Elektro. Ich glaube, da war Strom immer gut wegen Überladen und so. Ich bin jetzt nicht zu 100% sicher, aber das ist auch bei anderen Final Fantasy Teilen so gewesen. By the way. Wertiger. Wo gibt's ein paar von denen? Das ist schön. Mehr oder weniger. Also es ist auf jeden Fall zack. Ja. Hier kriegen wir auch nachher, also so eigentlich gleich, die beste Waffe für unseren Eifel. Der wird sich freuen. Aber erstmal Gardia. Der wird sich freuen. Es gibt nämlich eine Waffe für den Priester. Die kommt hier eigentlich demnächst. Aber, weil ich so gemein bin, sehen wir die erst in der nächsten Episode. Mein Name ist Edwin Mann und wir sehen uns wieder in der Episode. Wenn es heißt, Folterspannung. Bis dahin. Ciao.